weg. Und zwar heute Qualifying-Tag auf der Buchmaxi-Range. Jason King sitzt schon am Anhänger, zu dem schauen wir jetzt mal, oder? Ja, also kommt's mit. Es sind wieder viele Fahrer da, Oberösterreicher, Niederösterreicher, Steirer. Es geht um die Länderwertung und es ist das Saisonfinale von der Austrian Buchmaxi Racing Division. Und es ist sehr knapp, sage ich. Ewald führt, aber er kann das alles noch verlieren. Auch. Deshalb schauen wir jetzt mal zum Jason King, was der sagt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier, wie jedes Jahr. Es ist August und es ist an der Zeit, das legendärste Mofa-Rennen der Welt wieder über die Bühne zu bringen. Lärm da draußen. Ich bin euer Mr. Mofa, Jason King, und das ist jetzt das dritte Rennen von der APM Austrian Buchmaxi Racing Division. Wir sind hier bei der Buchmaxi Ranch, hier irgendwo in der Nähe vom Mofa-Werk Hauptquartier. Ich sag's euch, es ist Freitag, gleich geht das Qualifying los. Euer Jason King ist auch schon mit da. Ich hab mich da wieder hergehauen. Das wird ein Spektakel. Es wird ein Wahnsinn. Es geht insgesamt heute und morgen um diesen fetten Pokal hier für den Gesamtsieger. Euer Mr. Mofa Jason King, passt schon mal gut drauf auf. Ich sag's euch, es wird mega geil. Jetzt geht's los! Jawohl, hier ist euer Mr. Mofa Jason King am Freitag und das Qualifying geht jetzt gleich los. Die ersten Fahrer haben ihn total geschoden. Ich weiß nicht, ob die Steirer da. Der Ewald ist unser Gesamtsieger derzeit, also der Führende in der Gesamtwertung. Aber wir werden sehen, was das Qualifying heute so bringen wird. Ich bin echt gespannt, wer wird jetzt da durchsetzen. Also alle Fahrer jetzt schon langsam hier eintreffen. Es geht gleich los. Das ist sicher, ja? Nein, also ich glaube. Die Zeitnehmungsprüfung hat ergeben, dass der Mario 13 langsam ist. Aber das wird jetzt im Quali nochmal ganz anders aussehen. Wieso glaubst du das? Warum glaubst du das? Ja, weil der Mario sicher ein bisschen was sich aufgespart hat. Damen und Herren, wir haben hier einen Neuling auf der Buchmaxi Range. Stell mal kurz vor. Hallo, ich bin der Christoph, komme aus Oberösterreich. Ich probiere mal. Jawohl, ihr probiert es einmal. Du bist heuer das erste Mal dabei und bist schon bei der Kettelfarm mitgefahren. Wie war's? Genau, ja, da bin ich nicht lang gefahren, weil da war der Motor neu bei dir. Also, zieh ich gleich mal aus. Ich hoffe, das wird diesmal besser werden. Also, ich wünsche dir alles Gute fürs Qualifying. Aber aufpassen, was das ist, ein heißes Kloster da. Ja, danke. Alles Gute!
Moderation vorlegen, mit der Mofa Chase. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wer vorne wenn du eine Runde fährst, der reicht, oder? Nein, vorne einmal, vorne einmal. Den Hochstadler reicht zwar nicht, ne? Nein, lieber vor. Ja. Ich hab nämlich eine andere Düsen drin, ich muss nicht die Kerze machen. Kamera, die Sicherheit kannst du noch nicht. Oder? Hä? Schon Moga, oder? Ne? Jawohl, die letzte Minute ist angelaufen, das Qualifying ist gleich zu Ende. Die besten Fahrer sind jetzt schon da bei mir. Da steht er neben mir, der schnellste hier beim Qualifying. Will Rivens mit einer 1,25er Zeit auf Platz 2 dann. Mario Hofstadler mit 1,27 auf den dritten Platz. Holzer Ewald mit einer 1,30er Zeit. Und den Rest erzähle ich euch an, das mal über der Bildschirm ist jetzt aus. Das war schon sehr geil hier. Also wir wissen jetzt, wer ganz vorne starten wird. Es wird mega geil werden. Ich freue mich drauf. Mr. Mova, Chase again. Ha? Du hast den kleinen Finger hergeholt und kriegst du die ganze Hand. Ist nicht zufrieden? Ja, euer zweiten schon, aber die haben mehr verraten. Das verrate ich euch dann alles bei Sport und Tag am Hänger 7. Jawohl, hier ist euer Mr. Mofa Jason King und es ist soweit, es ist wieder Buch-Maxi-Ranch-Zeit. Es wird schon langsam finster, das heißt, es ist jetzt Zeit für die offizielle Pressekonferenz hier. Und wir machen das heuer in einem neuen Format und zwar, wir haben sie da groß, ganz was Spezielles ausgedacht. Herzlich willkommen hier bei Sport und Talk am Hänger 7 und ich begrüße als erstes das Team Oberösterreich. Jetzt hier bitte zu mir auf den Hänger den Daniel Schache, den Christoph Dobetzberger und den Alexander Schache. Daniel, wie schaut's aus? Ist der gute Unterstützung für euer Team? Auf jeden Fall. Guter Fahrer. Ein guter Fahrer, jawohl. Wie schaut es bei dir aus, wenn wir schon beim guten Fahrer sind? Qualifying war ja jetzt leider nicht so. Was gibt es da für Probleme? Ja, technische Probleme beim Auspuff. Oh weh, was ist da los? Erzähl es mal kurz. Ich habe auf die alte Technik mehr oder weniger getauscht. Auf eine neue Technik und die funktioniert nicht. Au, oh, das ist bitter. Gibt es da noch eine Chance für morgen? Glaubst du, kann man da noch was rausholen? Wenn wir meine Spezies nicht im Stich lassen, dann schaut es nicht so schlecht aus. Ja, das ist sehr nice. Das erste Mal bei der Range. Du hast sicher schon viel gehört davon. Was sind die Erwartungen? Ja, ich habe mir die Videos natürlich auch auf YouTube angeschaut, haben mir gedacht, die Frage einfach mal, ob man mitfahren kann. Und habe eine Einladung gekriegt. Hat mich sehr gefreut. Ja, Erwartungen sind jetzt nicht allzu hoch. Einfach mitfahren, durchfahren. Ich hoffe, das Material hält und dass ich bis zum Schluss durchfahre. Das ist natürlich sehr nice. Wie viel Erfahrung hast du schon, muss ich dich fragen? Bist du schon mal bei so Rennen mitgefahren? Also wir haben 2019 habe ich angefangen mit dem Buch Maxi Mobit fahren. Und also damals mit 16? Nein, das geht ja nicht mehr ganz aus. Ich habe mit 26. ja, und wir fahren normalerweise Buchkampf in Oberösterreich. Ah, sehr schön. Glaubst du, kann man das vergleichen da? Nein, ist schon ein riesen Unterschied. Also da ist Viertelstunde Vollgas, was Material hergibt, was der Motor hergibt, was der Fahrer hergibt. Da scheitert es bei mir leider ein bisschen. Und beim Buchkampf ist halt mehr Ausdauer. Material, das 4 Stunden durchhält und das man einfach durch. Bei denen von Oberösterreich, wie schaut es aus? Wie sind die Erwartungen? Ja, die Erwartungen, schauen wir mal. Die Ketten halt, diesmal die Probleme nicht mit der Kettenführung. Schauen wir mal, was rauskommt. Dann mal umkranzeln und dann schauen wir. Abschlussworte noch von euch jetzt.
wie man so schön sagt, Pokal oder Spital. Oh, das haben wir schon die Jahre davor gehabt. Das ist sehr nice. Einen großen Applaus für das Team Oberösterreich! Jawohl, Dankeschön! Jawohl, nach dem Team Oberösterreich geht's weiter. Wir färben jetzt ein bisschen grün ein da herum an. Und zwar kommen jetzt nicht die Rapidler zu uns, sondern die lieben Steirer. Ich möchte zu mir am Hänger 7 bitten, den vierfachen Gesamtsieger von der Buchmaxi Range, Mario Hofstadler, den Teamkapitän, Ewald Holzer, den Neuling bei uns, den Marius Butz. Dann haben wir noch den Florian Schlopfer, der kommt erst morgen, den Marcel Hofstadler. Oh, ja, du hast da den neben dir ja auch genau beim Sitzen. Gibst du mal das Mikro weiter. Marcel, du bist ja mittlerweile kein Neuling mehr. Das dritte Mal, glaube ich, fährst du jetzt schon mit. Jawohl. Na, was erwartest du daher? Ja, wie immer, durchfahren, kämpfen bis zum Schluss. Das ist mal eine wilde Ansage. Er hat richtig viel Energie. Ich glaube, der hebt sich das alles auf für morgen. Da reden wir dann gleich noch weiter. Ewald, du bist ja auch schon mehrere Jahre da mit dabei. Kannst du dich noch ans erste Mal erinnern, wie du mitgefahren bist? Das erste Mal, ja, das war eine interessante Geschichte. Eigentlich, ich wollte gar nicht fahren mit dem ganzen Zeugs. Aber da habe ich den Markus richtig reingelassen. Bin ich mit seinem Moped gefahren. Dann eigentlich so motiviert, dass ich gesagt habe, ich baue im Moment ein eigenes Moped. Und jetzt bin ich eigentlich das dritte Mal da dabei. Ein Spitzenmoped, muss ich sagen. Du bist immer vorn mit dabei. Was ist das Geheimnis von euch? Das Geheimnis weiß ich nicht. Ein bisschen Ehrgeiz und ja, ans Limit gehen, das war's dann schon. Aber ich muss auch sagen, vom Moped her die besten Teile. Ja, die besten Teile werden. Also wichtig ist einmal, dass für uns drei sicher keiner ausfällt, gell? Wie willst du das schaffen gegen die Niederösterreicher? Weil ich habe vorhin schon mit Mario geredet, ja, ja. Die sind ganz schön aggressiv her, weil die haben jetzt schon lange nicht mehr so dominiert wie früher noch. Dass sich keiner verletzt, ist glaube ich ganz wichtig. Das und haben wir auch schon die Jahre davor gehabt, das lassen wir aus wieder. Jeder noch ein bisschen Spaß sehen, gell? Also der, weißt du, ich glaube, ja, das ist das Wichtigste. Wir sind jetzt vor der Kamera und es muss schon ein bisschen aggressiv sein, gell? Also Sie wissen, gell? Wir haben da Millionen Publikum, bitte. Also, aber natürlich geht es auch um den Spaß. Nein. Ich sage euch jetzt ganz ein einfaches Motto, das könnt ihr euch merken, und zwar einfach: Steirermen sind very good! Ja, jawohl, danke, ja. Ein großer Applaus für das Team Steiermark! Jawohl, es wird jetzt spannend hier bei Sport und Talk. Hier am Hänger 7 bei der Buch Maxi Ranch. Wir kommen jetzt zum letzten Team, zu den Lokalmatadoren. Zu den Lokalmatadoren. Und zwar jetzt das Team Niederösterreich. Zu mir darf ich bitten den Felix Dax Daglieber, den Marco The Real Rubens Ruby, den Christoph Bambana Body Six Ebert, den Benjamin Püppe Pfeiffer und den Leon Ablöser. Jawohl, Burschen, auf da mit euch. Hier ist er, der Hausherr, Marco Rivens Ruby. Wie gefällt es dir her auf der Range? Mir gefällt es sehr gut, würde ich sagen. Also so die Range selber wieder mal danke an alle, was mitgeholfen haben, dass wir das Event wieder da so machen können. Gell? Danke mal an die Schacki, das muss man auch mal erwähnen, die tigert sich da immer komplett rein. Gell? Und ja, ich glaube, es ist angerichtet. Es ist angerichtet, jawohl, so ist es. Da habe ich gar nicht gerechnet damit, dass er überhaupt startet. Aber wie schaut's aus, Dax? Was tut die Hand? Ja, mit mir ist immer zum Rechnen. Ohohoho. Ich hab so ein wenig ein Handicap, einen Rückschlag von einem kleinen gebrochenen Finger.
vom Erzberg. Aber ja, ich habe ein guter Physio. Ich bin wieder voll da. Ich habe heute einmal ausgetestet, wo ich hingehen kann. Und das heißt, alles ausgeheilt in, auf der Hand? Ja, noch nicht ganz. Viele Stunden durchhalten wird zwar hart von der Kraft her, aber verstehe. Ja, da beißen wir durch. So, und jetzt ist es soweit, das letzte Rennen. Es geht um diesen wunderschönen Pokal. Dax, wie schaut's aus? Du hast, glaube ich, da mal vor ein paar Jahren ganz oben stehen können. Glaubst du, ist das heuer wieder drin mit deiner Verletzung? Ja, das ist mittlerweile schon 3 Jahre her. Da war ich wirklich topfit, gut benannt, viel Radl gefahren, gute Verfassung gehabt. Ja, mit dem schaut es heuer eher schlecht aus. Aber ja. Rivens, wie schaut es bei dir aus? Taktik? Na warte, da vorne im Bambana. Im Bambana müssen wir noch, weil Bambana, wie schaut es aus? Wieder, bist du wieder in der Champions Class heuer? Nein, wir haben sie wieder zurückversetzt, weil es schwach war. Also, voriges Jahr Champion mitgefahren, aber du als Mehrfachsieger von Hobby-Legende. Der Hobby-Legende, genau, wirklich Legendenstatus wie Jason King. Wie gehst du heuer an? Ja, ich will heuer noch ein Rennen runterbiegen und dann schauen wir, wie nächstes Jahr die Verträge weiterrennen ging. Oh, ein Rennen runterbiegen, glaubst du, wird da wieder der erste Platz drin sein für die? Weil die jungen Steirer. Ja, auf jeden Fall, ich meine sicher, die sind noch jung, ne? Die haben noch eine Kraft. Starkes Moped von alten John Watson International, das war ein guter Fahrer früher. Ja, und auch noch ein bisschen leichter, gell? Auf jeden Fall, die Steirer, die essen ja ganz Jahr nichts, wenn sie auf der Rennstrecke fahren. Ne? Wir fressen wie toll dann, ne? Ja, so ist das. Rivens, wie schaut's aus? Was ist drin für die Niederösterreicher? Für das sind wir da, nicht, dass wir gewinnen. Marco Jahre. Ruby mit 3 Gesamtsiegen hier bisher. Mario Hofstadler mit 4. Ja, wieder aufschließen. Hä? Ja, also Selbstvertrauen passt. Heute nach dem Training und Qualifying bin ich sehr zuversichtlich, dass heuer mal alles halt und gut geht. Wie schaut's aus? Bist du fit? Wirklich, du hast vorher zu mir gesagt, du fühlst dich gut, auch körperlich, so richtig fit. Ja, aber interessanterweise schon, ja. Ja, gibt's keine Verletzungen von dir irgendwo? Nein. So wie beim DAX? Nein, nicht wirklich. Was traust du noch? Du als Teamkapitän, was traust du deinen Teamkollegen dazu? Eigentlich sehr viel. Also die Hobbywertung sind wir ganz stark eigentlich aufgestellt, gell, mit Büffel und Bambana. Also die sind schon, haben ein gutes Tempo. Und der DAX und ich in der Champion Class. DAX kämpft mit Ewald, gell? Hoffentlich. Morgen. Schauen wir mal, wie weit es mit den Fingern geht. Und ja, ist alljährliche Duell Mario gegen mich. Ich hoffe nur, dass das mal wirklich das Material hält. Schaut gut aus bis jetzt, aber wenn das so rennt, wie es ausschaut, dann kommt die Zeit, dass wir die Länderwertung holen, ja. Leon, es ist an der Zeit, es Essen kommt. Wir verabschieden jetzt sich hier von unserer wunderschönen Lounge hier am Hänger 7. Ja, okay, jetzt müssen wir noch kurz, bevor du aufhörst, jetzt an Danke einmal an dich auch, du moderierst das immer so wunderbar. Oh, 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 oh. Applaus, ja, für den King. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und ich sag's euch, morgen wird's extrem geil hier beim Finale von der Austrian Buch Maxi Racing Division. Ich bin euer Mr. Mofa, Jason King. Das hier war jetzt die offizielle Pressekonferenz und ich würde sagen, jetzt gehen wir was essen, stärken uns und morgen geht's dann voll Gas los beim ersten Lauf hier bei der Buch Maxi Range. Ein großer Applaus an das Team Niederösterreich. Die Viecher krämen schon überall auf, Alter! Let me tell you a story about a man. I had all the reasons to hate him. But you know what? I love him. So I'll tell him. It goes like this. Don't worry.
Hallo Marco. Ha? Ich denke, der Mario aufgeholt nach unten. Man denkt, los, jetzt nicht hier. Als Schein brauche ich mir. Du hast dir schon mal eine gute Ausrede einfallen. Das Aufhalten. Das Aufhalten. Ein Buch Maxi Ranch, die jetzt hier stehen für euch. Der Gewinner! Riemen! Den brauche ich dann mehr erhoben. Du recht wiederholt, gell? Ja, Fräulein. Nicht qualifiziert, recht wiederholt. Strecken wie gut, Achtung, ja. Mit Marcel Dammschuss. Ja, passt die Strecken. Wie gesagt, die Verhältnisse könnten ein bisschen besser sein, ne? Aber was machen? Der Wettergott spielt halt nicht immer mit. Ne? So wie das, was wir vorher gesagt haben, ne? Das muss man einzwingen. Also meinen Sie, dass die Strecken relativ trocken ist, oder wie? Ja, ich meine, wenn ich mir das so ausschaue, da ist recht starrig der ganze Partie, aber ich weiß nicht. Bitte ins Mikrofon rein. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht tun wir, wenn ich auch fast was drüber. Dann schaut es mal mit den Absperrungen nicht so weit. Wie sagst du, das könnte problematisch werden. Wer glauben Sie auf für sich entscheiden? Ich bin mir da ehrlich gesagt ziemlich sicher. Ich glaube zwar, dass es ein bisschen der Kampf wird zwischen Robi und Hofstadter, das wird schon ein bisschen. Entschuldigung, da war jetzt das Video aus, das ja, waren technische Probleme. Das ist wieder Kampf zwischen Robi und Hofstadter, aber ich glaube, dass da definitiv der Robi der Favorit ist. Das ist auch der Heimvorteil. Das gut, danke fürs Interview. Gerne gesehen. We were making this far, and I didn't think that we would take it this far.
willkommen hier bei der Jason King Lodge am Hangar 7. Wir machen wieder Sport und Talk. Und Mario, du hast gewonnen den zweiten Lauf jetzt der Buchmaxi Range. Wie ist das für dich, dieses Rennen von sich gegangen? Das war ganz eine spannende Geschichte eigentlich am Anfang, finde ich. Bis dann wir eigentlich beim Ewald vorbei sind. Rotzbaum hat keinen Ausstamm. Ja. Ja, und dann im Prinzip ist mir der Marco ganz klar immer weggefahren. Aber beim Rivens dann leider technisches Gebrechen vom Benzinhahn. Somit hast du die Führung übernommen. Hast du das realisiert? Ja, ich habe das sehr wohl realisiert, weil ich habe einen Stein gesehen und da ist ein Obi gerummt und Obi gehängt und was weiß ich. Und denke, bittere Geschichte. Ja, glaube ich, an, oder? Du hast da ein heißes Duell mit Marcel gegeben, hast du aber, glaube ich, nicht führen lassen. Nein, Christoph Dobitzberger und den Marcel, die waren hinter mir stark. Die habe ich einfach nicht vorbeilassen. Du hast das Grätzen da angeführt. Also, eigentlich starkes Moped, gute Leistung von dir her. Bist du zufrieden? Ja, hat passt. Start 5. hinterm Dachs, von der zweiten Reihe aus. Hat schon hingefahren. Jetzt zweiter Platz, ja, super Leistung durch den Ausfall von Marco. Wie schaut es aus mit der Gesamtwertung? Ha? Träumst du da schon vom Pokal eventuell? Ja, da ist eigentlich noch ziemlich viel offen, es kann alles passieren. Aber natürlich, ein Lauf ist noch, schauen wir, wie der rauf. Sehr fein, das war es jetzt wieder hier bei Sport und Talk hier am Hangar 7 bei der Buch Maxi Ranch. Ich sage Dankeschön, einen großen Applaus an die Fahrer. We'll be right back.
Also, Spitzen, gut da, wir können starten. Herzlich willkommen hier auf der Jason King Lounge hier da. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Sport, ein Talk hier am Hangar 7 bei der Buch Maxi Ranch. Eigen Mr. Mofa hat da den Sieger hier vom dritten Lauf, Marco Rubi. Neben mir sitzen dann den Mario Hofstadler, dann den Ewald Holzer und den Felix Daglieber. Ein großer Applaus bitte. Fangen wir mal hinten am vierten Platz. Gib's mal das Mikro da um. Wir halten sie vor. Felix, ja, bitte. Du jetzt im dritten Lauf, habe ich gesehen, warst am dritten Platz fuhren, hast den Ewald hinter dir lassen, aber was war los bis zum Schluss? Ja, ganz am Anfang war ich auch Zweiter, einen guten Start erwischt gehabt. Zweiter, da war ich ja schlecht geredet jetzt, oder? Ja, sicher. Vorhin dabei war er, der Tag. Ja. Und super. Ja, aber nachher, Mario hat mich sofort gehabt, das war mir klar, der überholt ein wenig aggressiver, hat man mitgekriegt im letzten Lauf jetzt. Und ja, mit Ewald habe ich nachher eh längere Zeit gekämpft, aber nachher ist mir wieder die Hand zum Verhängnis geworden, Kraft ausgegangen, eingeschlafen und ja, aber ich bin mit dem vierten Platz auch vollkommen zufrieden. Ein kleinen Fehler und der Ewald ist schon vorbei. Ja, dann gibt gleich das Mikro weiter an den Ewald, einen Applaus für den Felix. Oh, Felix. Ewald, wieder ein souveräner dritter Platz. Du bist hinten. Was, ja, da kommen wir gleich noch dazu. Du bist, ich bin auch nicht so top aktuell, wie es da ausschaut. Ich habe noch keinen Überblick auf meinen Moderationsturm. Ewald, du bist da nach dem Start eher hinten herumgedümpelt. Was ist da durch den Kopf gegangen eigentlich nach dem Start? Nein, an sich nichts, aber irgendwie habe ich den Start ein bisschen verschlafen und bin in dem Fall Vierter gewesen auf dem Start. Ja genau, deswegen gar nicht gewohnt da in dieser Konstellation, dass du da hinten noch bist. Start verschlafen, weil du vorhin Frühstart gegeben hast, hast du gedacht, nur kein Risiko? Nein, das nicht, aber das, ich weiß nicht, irgendwie mit der Fahne. Muss ich nachher sagen, das habe ich nicht am Scheißen. Das müssen wir gleich ausschneiden. Nein, das war, irgendwie bin ich da, weiß ich nicht, irritiert worden, keine Ahnung. Ich bin halt hintergekommen. Die Start waren her ein bisschen, da müssen wir noch in der Videoanalyse sich das anschauen. Okay, dann habe ich es voll geschafft. Ewald, wie hast du das noch geschafft, dass du Mario noch überholt hast? Ja, der Mario hat da oben, ich hätte ihn sonst niemand erwischt, aber da oben hat irgendwas gehabt beim Überrunden und dann ist sie im Moped angeschaut und da bin ich auch vorbeigefahren. Ein Steher also. Ja, super Leistung hier, wie schaut es aus mit der Gesamtwertung? Spitzt du da schon ein bisschen wohin? Hast du da schon zum Rechnen angefangen oder lässt du dich noch überraschen? Ja, natürlich habe ich gerechnet schon, bevor man hergefahren ist. Wir haben natürlich alle Konstellationen durchgestudiert. Ihr habt ja die Konstellationen noch besser als ich im Kopf. Sie haben mir vorher gesagt, wenn jetzt alle Rennen gleich ausgehen, aber irgendwie fast um einen Punkt und alle gleich und hin und her und es ist mega spannend. Ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, ich auch. Aber Siegerehrung wird es dann auch bald geben. Ja, jetzt gehen wir da weiter an den dritten Platz an den Mario. Ein Applaus an den Ewald. Mario, wie war der Lauf jetzt für dich? Ausfallen gibt's bei dir ja nicht, gell? Wann bist du das letzte Mal so richtig ausgefallen? Ich glaube schon, neun Rennen eher oder so. Weil jedes Jahr drei Rennen und du bist immer gut dabei. Im 20er Jahr, wie der Felix gewonnen hat, hat es drei Totalausfälle gegeben von dir, genau, aber seitdem super Material, wie magst du das? Ja, die drei Ausfälle da hintereinander, die haben mir sehr zum Denken eigentlich nachgegeben, gell? Und dann habe ich das eigentlich ganz gut hingebracht, weil normal verlässt es mich nicht, aber heute ist mir, ich weiß nicht, in der dritten Runde dürfte die Kupplung gebrochen sein. Dann war ich direkt Antrieb. War das auch der Grund? Aber ich muss ehrlich sagen, vorher, das war, ich war super im Flow eigentlich. Ich habe auch gesehen, ich muss das mal beim Marco nachgehen. Und das war, glaube ich, sehr spannend geworden für die Zuschauer. Aber leider war dann in der dritten Runde das mit der Kupplung. Ja, und dann ist eigentlich einmal vorbei gewesen. In der dritten Runde schon? Ja, relativ schnell gegangen. Ja, also vierte, dritte, vierte, irgendwo da. Bist du dann zufrieden mit deinem dritten Platz hier? Ja, es ist ja so gut, dass der Ewald eigentlich. Ewald und Dax, den habe ich mir dann angeschaut und dann haben wir gedacht, schaffe ich das eigentlich mit der hinnigen Kupplung den zweiten Platz zu halten? Ne? Und ich habe dann gesehen, der Ewald ist, ja, das ist dann konstant geblieben und das hätte auch funktioniert.
Das heißt also, du hast den zweiten Platz an Teamkollegen angegeben, also halb so schlimm für dich? Ja, das war nur durch den Schlaufer mit dem Steher, dann ist es angestorben, als direkt ist. Ja, der Steher war viel gerutscht, aber ja, es ist passt. Also im Endeffekt bin ich zufrieden, es ist kein Totalausfall, weil das ist ja eigentlich das Schlimmste. Ne? Du warst jetzt bei drei Rennen heuer wieder voll vorn dabei. Ich glaube, er fängt auch schon zum Rechner und spitzt. Unser Mario Stadler, Rekordsieger hier auf der Buchmaxi Range. Mit 4 Titeln wird heuer der 5. Wir sind gespannt. Einer sitzt da jetzt noch daneben. Er hat den 3. Lauf hier gewonnen. Ein großer Applaus an den Gewinner, Marco Riemens-Rubi. Ja, was war? Erster Lauf gewonnen, 3. Lauf gewonnen, Alter. Was war da im 2? Ja. Eigentlich eh schon, was so zum Voraussehen war, ich mir nur gedacht, das halt zu sehen. Der Benzinhals am Auspuff immer angestanden eigentlich, gell? Oder eigentlich im normalen Zustand nicht, aber man drückt mit dem Stiefel dann in die Linkskurven so fest zu wie zum Moped, gell? Und da darf ich den irgendwo mit der Zeit halt nachher beleidigt haben. Hätte man das nicht für den Vorhinein noch dieses Problem lösen sollen, vielleicht? Ja, also wir hätten es im Vorhinein schon so lösen können, wie wir es jetzt nach 11 im 3. Lauf gelöst haben. Aber mein Auspuff ist eigentlich nur so ein bisschen eine Notlösung. Das ist schon fürs neue Moped eigentlich nächstes Jahr. So habe ich mir vorher schon so wirklich rechte Arschbacken verbrennt. Aber man dachte, jetzt will ich nicht noch weiter da nicht tun in den Auspuff. Sonst verbrenne ich mir wahrscheinlich gleich noch ganz nah wahrscheinlich. Ja, das ist auch nicht so gut. Aber ich hätte die Brandblasen in Kauf genommen, wenn dafür nicht ausgeschieden war. Ja, das kann ich natürlich auch verstehen. Wo ist dein Resümee jetzt hier von Range 2023? Ja, eigentlich sehr gut. Das hätte heuer wirklich einmal perfekt passt alles. Auch der Motor, der schwache Motor eigentlich, so gesehen jetzt, war auch genug fast gewesen. Aber ja, mit einem Ausfall, so darf man sich heutzutage da leider nicht mehr leisten. Das ist natürlich ganz bitter, so ist es. Und der Mann, mit dem haben wir schon vorher drüber geredet. Ja, da super Material da, die Steirer. Es wird ganz knapp. Wir werden jetzt dann mit der Siegerehrung da weitermachen. Eventuell, wenn jetzt noch Hobbyfahrer Bock haben, machen wir nochmal Hobbykategorie da. Wo Interview bei mir, das schauen wir sich gleich noch an. Einen großen Applaus jetzt noch einmal für die ersten 4 hier von der Kategorie Champion. Irgendwann müssen wir mal und die Gesamtwertung bei der Austrian Buch Maxi Range. Austrian Buch Maxi Racing Division, so heißt es her. Die Korken knallen schon. Ich kann jetzt endlich diesen fetten Pokal übergeben, er steht schon 3/4 Jahr hier. Und zwar haben wir hier noch den Gewinner von dem Gesamt von unserer Division hier. Und der Gesamtsieg über 3 Rennen geht an den Ewald Holzer!